Hallo ihr Leichtmatrosen und willkommen zu einer kleinen Runde World of Warships. Das Spiel ist zurzeit in der Open Beta für jeden spielbar und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das auch mal an, weil es ist eigentlich ganz lustig, habe ich mir so gedacht, weil die ganzen Wargaming-Spiele so viel zwischendurch eigentlich nicht schlecht sind und World of Warships ist eigentlich genauso ein kurzweiliges Spiel wie die anderen beiden auch. So, also ich habe noch nicht so viel gespielt, man sieht es ja hier, ich bin überall, das weiteste ist Tier 3, hier mit meinem leichten Kreuzer. Dann habe ich hier noch einen kleinen Zerstörer und mit dem werde ich jetzt auch spielen, weil ich sehe gerade hier das Daily Quiz, ist voll das Quiz, das Daily Quest ist hier auch 15 Torpedotreffer erzielen. Und deswegen fahre ich doch mal los mit dem Zerstörer. Ja, als Zerstörer hat man eigentlich so die Aufgabe des klassischen Damage-Dealers, also der Glaskanone. Man teilt viel Schaden aus mit den Torpedos, aber man besteht eigentlich nur aus so ein bisschen Blechdose. Das heißt also, man kriegt einen Treffer von dem Schlachtschiff ab und kann sich quasi da niederlegen. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich ja, Hinterhalte vorzubereiten, ein bisschen hier zu cappen, wobei hier gibt es nicht so viel zu cappen, und eben auf die großen Schlachtschiffe Jagd zu machen, vorwiegend eben Flugzeugträger oder ja, Schlachtschiffe. Von Kreuzern sollten wir uns fernhalten, aber mal gucken, wie ich mich gleich hier anstelle. So, und dann sind wir auch schon. Es ist ein bisschen laggy, weil man sieht es ja hier, ich glaube 10, wie viel sind das? 10, 12 Schiffe hier fahren. Und da fängt es natürlich ein bisschen an zu ruckeln, vor allem wenn man hier gleich auch noch Flugzeuge hat. Gucken wir uns die Karte mal an. Hier hinten steht unser Flugzeugträger. Die Flotte fährt so rechts und links vorbei. Ich setze mich auch mal hinter diese Insel und warte erstmal ab, was passiert, weil man sollte vielleicht nicht sofort vorpreschen, weil dann ist man nämlich gleich tot. Wir unterstützen hier erstmal unsere Kreuzer. Genau, das ist hier mein kleiner Zerstörer. Mit den Torpedoabschussrohren an der Seite und vorne und hinten jeweils noch ein Geschütz. Da hinten sieht man auch schon die anderen feindlichen Schiffe auf der Minimap. Gibt hier hinten auch schon erste Feuergefechte. Und da vorne sehen wir auch schon Zerstörer. Das ist natürlich so auch unser Ziel, was wir versuchen anzugreifen. Und wir werden jetzt mal unsere Flotte hier an der Seite unterstützen, die sich hier, die Zerstörer, die kriechen hier an der Seite so ein bisschen vorbei und versuchen so von hinten oder von der Flanke anzugreifen, und da werde ich denen mal hinterherfahren. Autopilot Mode disabled. Aber man sieht schon, da vorne schlagen auch schon die großen Geschütze der Schlachtschiffe ein. Das ist natürlich unangenehm. Und der hier vorne, 9,1 Kilometer, kommt so langsam auch in unsere Schussreichweite, beziehungsweise wir kommen in seine Schussreichweite. Zerstörer werden da vorne schon kräftig angeschossen. So, wir werden mal hier anfangen, Aufwand zu legen. Slope Generator start. Torpedos versuchen, wenn es geht, nicht unser eigenes Schiff zu treffen. Smokescreen set. Am besten nicht mit dem zusammenstoßen. Oh Junge! So,
So, seine Torpedos da hinten treffen natürlich sehr schön. Ich muss noch 12 Sekunden warten. Baller jetzt aber mit der. Und irgendwann drauf, dass wir die Torpedos finden. So, jetzt. Ah, Mist. Noch nicht nachgeladen gewesen. Oder doch, ich hab's nur nicht zwischengehört. Torpedos sind natürlich arschlahm, aber wenn die erstmal treffen, haben die natürlich enorm Schaden. Da vorne habe ich einen gesehen. Torpedos, dead ahead! Torpedos to starboard. Fuck. Fuck. So, jetzt werden wir natürlich hier übelst beschossen. Vielleicht treffen noch meine Torpedos da hinten. Trifft wenigstens einer. Jo. Wenigstens hat einer noch getroffen, ey. Ne, zwei haben getroffen. Aber man sieht schon, habe ich mich ein bisschen zu weit nach vorne gewagt. Aber vielleicht trifft er noch. Boah. Anderen Zerstörer. Man sieht natürlich, die Dinger bestehen nur aus Blech. Halten dementsprechend nicht so viel aus. Was hier die Kreuzer machen. Der Flugzeugkatapult oben drauf. Er sollte lieber mal auf das Schlachtschiff schießen oder auf den direkt vor ihm. Schade, Torpedos sind da leider vorbei, aber er sollte mal nach vorne gucken. Ah, es ist ein Schlachtschiff. Oh oh, das Schlachtschiff sieht den Gott sei Dank nicht. Jetzt wäre er gleich weg. Oh, der hat Torpedos abgesetzt. Die treffen natürlich sehr schön. Oh, das war ein schöner Kill. Der hat einen Kreuzer, der auch Torpedos schießen kann. Interessant. Jetzt fährt er leider gegen die Insel. Wow! Bong. Gott sei Dank war es kein Eisberg. Gehen wir mal zu den richtigen Schlachtschiffen hier. Sieht natürlich, was das hier für ein Pot ist. Der ist nicht besonders schnell, hat natürlich aber ordentlich Firepower. Er schießt gar nicht, dann gehe ich mal zu dem dahin. Doch, jetzt hat er geschossen. Ah. Wollte eigentlich zu dem Schlachtschiff da vorne. Das kriegt gerade richtig die Torpedos im Po. Auch noch ein Schlachtschiff. Also die Schiffsmodelle sehen schon echt sehr geil aus. Hier vorne wagt sich leider ein bisschen weit vor. Bin jetzt durch ordentlich jetzt ins Kreuzfeuer genommen. Und das war's auch. Alle vom Bord! Krass, da dem hat's das Heck abgerissen, oder? Nee, schade, ich dachte. Der Zerstörer muss jetzt eigentlich das Schiff da vorne in 4 Kilometer Entfernung aufs Korn nehmen. Er lenkt auch ein und setzt 2 ab.
trifft. Da sind auch noch Torpedos unterwegs. Schön, das Ding ist short. Oh, Vorsicht, Leute! Oh, das war ein schöner Torpedotreffer. Er wurde von beiden Seiten in die Mangel genommen. Es bleibt eben abzuwarten, wie taktisch das Spiel überhaupt ist. Klar, hier gibt es auch Inseln und es gibt hier auch Taktiken, die man fahren kann. Man kann im Rudel fahren, man kann aber auch einzeln die versuchen, die Flaggen zu cappen. Aber natürlich ist es was anderes, sag ich mal, als World of Tanks, weil World of Tanks bietet, glaube ich, noch mehr ja, taktische Vielfalt durch das Terrain, das man hat. Hier hat man doch eher nur die Inseln. Und das Flak schießt ein bisschen auf die Flugzeuge, aber trifft nicht so richtig. Und hier ist ein Flak schon sehen. Aber wir haben es gleich, es ist nur noch ein Kreuzer da und ein feindlicher und das feindliche, der feindliche Flugzeugträger. Aber wir haben hier hinten schon unseren Zerstörer. Gucken, ob ich den. Ah, wo ist er denn? Ich will den mal haben. Ja, jetzt habe ich ihn. Der macht natürlich jetzt Jagd auf den Flugzeugträger, das natürlich so ein fetter Pott ist, der nicht besonders schnell ist und eigentlich genau das Ziel von Zerstörern sein sollte. Aber er wird natürlich hier von dem letzten Kreuzer noch ordentlich beschossen. Der kriegt auch noch 4 Torpedos ab. Jetzt gucken wir mal auf das den Flugzeugträger, ob die treffen. Nein, die treffen nicht. Und treffen die da hinten? Nein, die treffen leider auch nicht. Aber jetzt setzt er nochmal 2 ab. Und die treffen eventuell. Ist er genau in Schussreichweite. Boom, boom. Und jetzt ist er weg. Ah. Schade, aber zerstört ist er trotzdem. War schön gemacht von dem Zerstörer hier. Er muss jetzt aufpassen, dass er nicht einen auf den Dötz kriegt. Hier vorne muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, er hat auch nicht mehr so viel HP. Ballert er den auf, ist er weg. Boom. Sieht ihr schon, wenn der losfeuert, dann bebt hier die Erde, aber der braucht natürlich irre lang zum Nachladen. Und er wird von einem anderen Schlachtschiff auch beschossen. Auch nicht mehr so viel, aber der cappt hier auch gleichzeitig. Also der Sieg gehört eigentlich uns. So viel beigetragen habe ich jetzt nicht, aber ich habe wenigstens 2 Mal mit meinen Torpedos getroffen. Das heißt, die Quest habe ich jetzt noch ein bisschen, aber jetzt werde ich erstmal hier gehen. Bon, bon. Nicht wie viel HP die andere noch hat, aber okay, das war's. Naja, schön, wenigstens gewonnen.